So. Und wir sehen, es gibt keine neue Mission hier. Wir sollten wahrscheinlicherweise auf einen Anruf warten. Und da ist er auch schon. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Tierra Robotic, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Na super. Unbekannte Erpresser, ist das nicht schön? Aber was jetzt gerade geschehen ist, diese Brücke hat sich soeben geöffnet für uns. Denn Tierra Robada ist schon hier oben im Gebiet, das dann zu Las Venturas gehört. Also wir gehen jetzt in die Wüste und haben San Fierro damit tatsächlich geschafft. So, klauen wir nochmal direkt vor den Augen der Polizisten ein Auto. Oh, sieh mal an, einer von T-Bones Leuten. Der hat's verdient. Beiseite! Ich hab's eilig. Wir können eigentlich gleich die Auffahrt nehmen, oder? Die keine ist, aber ich sehe sie erst eine an. Ach, guck mal hier! Guck mal hier, das ist doch auch eine schöne Art und Weise, da oben hinzukommen. Auch wenn ich erstmal irgendwo dagegen fahre. So, dann machen wir uns mal auf den Weg und schauen mal, wer uns da zu erpressen versucht. Wir scheinen irgendjemanden sehr verärgert zu haben. Ich glaube, ich nehme mal das Ding. So, mit dem Motorrad lässt sich immer ganz gemütlich fahren. Und dann können wir gleich noch unsere Skills verbessern. Ah, Neuland. Ist das nicht schön? Wir verlassen San Fierro über eine völlig neue Brücke. Und kommen in ein völlig neues Gebiet. Wir hatten ja schon mal einen ländlichen Raum. Der war allerdings etwas gemäßigter vom Klima her geprägt. Jetzt geht es wirklich erst in eine Steppenregion und dann später richtig in die Wüste. Es wird staubig. So, da sind wir auch schon. Die Ranch ist nicht weit. Und wir finden heraus, wer erst hier auf uns abgesehen hat. Auf jeden Fall würde ich sagen, speichern wir erst nochmal. Nach dem Anruf. Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contacts to, like, get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude. Now, there's a showroom around the block that's come up for sale. And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holler at you. So sieht's aus. Jetzt können wir endlich auch das Autohaus gleich um die Ecke kaufen. Und das wird uns nochmal ein paar Missionen geben in San Fierro. Denn mit der Hauptmission sind wir soweit durch, aber es gibt immer noch so ein, zwei Sachen zu erledigen. Und die wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Aber erstmal müssen wir herausfinden, wer hier versucht, uns fertig zu machen, beziehungsweise unsere Arbeitskraft auf seine Seite zu ziehen. Und zwar mal wieder mit dem Druckmittel, dass Sweet nichts passieren soll. Ist ja klar. Monster. Carl, darling, welcome. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Pudding? No, anger and hate. And that's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I say we take it for a spin. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Na geil, du brauchst eine bessere Zeit als 6:30. Ein Monster Truck darf's sein für uns. Und wir müssen irgendeinen komischen Parcours ablegen. Fahr zum ersten Checkpoint und dann geht's los. Na, herzlichen Glückwunsch. Unser neuer Freund in Anführungsstrichen mag es also zu spielen. Dann wollen wir doch mal zeigen, was in uns steckt, nicht wahr?
Weg da! Oh! Die Kiste ist sehr, sehr seltsam. Ich glaube, das wäre mit irgendeinem Land Rover oder so einfacher zu fahren, das Ganze. So, auch dass wir keine Handbremse haben, sondern wenn wir auf die Handbremse drücken, eine Vierradlenkung anschalten, ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Aber damit kann man sich lustig auf der Stelle drehen. Ist auch interessant. So, auf den Berg hoch. Und zwar direkt. Das würde mit dem Rancher, mit dem Land Rover wahrscheinlich schon etwas schwieriger werden. Mit dem Monster Truck kein Problem. Wir ziehen einfach durch. So. Jetzt nur nicht zu schnell fahren. Damit wir nicht die Kontrolle verlieren. Und jetzt geht's richtig ab in die Wüste, wie es aussieht. Oh, gut. Alles gut, alles gut. Ich glaube, zeitlich sollte das problemlos machbar sein. Uiuiui, diese Vierradlenkung, meine Güte. Da sind wir, glaube ich, ganz gut auf Kurs. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob wir den Kurs auch wirklich halten. Also, ob wir kurstechnisch auch auf Kurs bleiben. Weil es eben doch genug Möglichkeiten gibt, irgendwo abzustürzen. Und, naja, das kann halt schnell mal passieren. So, rum ums Eck. Eieiei, das ist ein Weg. Das ist ein Weg, den die hier für uns ausgedacht haben. Okay. Wie sieht denn hier der Weg aus? Ich weiß gar nicht, gibt's hier, wir fahren doch auf Abgrund zu hier, oder? Na klasse. Ach, passt schon. Da muss man sich doch keine Sorgen machen. Ach. So, immerhin, unsere Fahrerskills steigen auch noch mit dabei. Das ist doch auch was Schönes. So. Weg da. Schön durch die Tankstelle brausen. Alles in die Luft jagen dabei. Kommen wir hier durch? Ja, sieht gut aus. 20 von 35 sind schon geschafft. Oh, muss er mir hier einen Weg fahren. Ja. Ich glaube, ich sollte wirklich auf diese Vierradlenkung komplett verzichten. Das ist nicht so die beste Variante. So. Jetzt kommen sie wieder mal ein bisschen näher beieinander, die Checkpoints. Das ist auch ganz schön. Da geht das ein bisschen schneller vonstatten. Woo. Jede Kehrtwende ein eigener Checkpoint. Aber ansonsten muss ich sagen, fährt sich die Kiste eigentlich relativ smooth. Ist doch ganz angenehm. Ich habe schon schlimmere Fahrzeuge erlebt. Gerade auch, weil man wirklich viele Unebenheiten einfach überfahren kann, ohne dass man das davon merkt. So, wir fahren mal rechts vorbei. Ich glaube, durchpassen wir nicht mit der Kiste. War auch die richtige Entscheidung. Andersrum wäre jetzt doof gewesen. Oh, was war das denn? Da war ein Stein? Echt jetzt? Na gut. Erste Umdrehung für uns, aber wir sind immer noch verdammt gut in der Zeit. Also da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen eigentlich. 5 Checkpoints noch und wir haben noch 2,5 Minuten. Also bitte. Das ist doch überhaupt kein Problem. Fand auch schön, wie CJ so gemeint hat, was ist GPS eigentlich? Ja, damals war das tatsächlich noch nicht so üblich, ne? Heutzutage hat es jeder Pimp in seinem Smartphone eingebaut. Damals war das noch die Zukunft, dass man seinen Ort ohne Probleme überall auf der Welt einfach erfahren konnte. Dass man immer hingeschrieben bekommen hat, wo man gerade ist. So, Sieg mit 4:30. 2 Minuten unter Par. 4:30, das ist der zweite Platz für uns. Pretty good for a ghetto boy. Immerhin. Both will be in touch. $4,000 für uns. Und ich nehme mal an, wir haben damit zumindest das Vertrauen dieses Typen erkauft. Oder erarbeitet, wie auch immer. Ja, leider geht es nicht sofort weiter. Das heißt, wir werden erstmal nach San Fierro zurück müssen. Oder? Who the fuck is this? Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean everything. K!
Can't you just tell me now? I guess not. Das klingt gut. Wir sind eh schon hier, dann werden wir hier auch gleich weitermachen. Und jetzt werden wir endlich ein bisschen Aufschluss darüber erfahren. Nicht nur, wer er ist und warum er uns jetzt zu erpressen versucht, sondern auch, was es mit dem Locust Syndicate genau auf sich hatte. Schauen wir doch mal. Hi, Jack. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you Calm over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. What, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Du musst dieses Motorrad benutzen, Caesar nah genug an den Truck zu bringen. Communism, das Wort des Teufels in Amerika. Es ist so schön. Und auch, dass die Agencies sich immer gegenseitig ausschalten wollen, finde ich immer großartig. Wir sehen also, das Locust Syndicate war eigentlich... Der Truck kommt aus Las Venturas und fährt über die Garber Bridge nach Foster Valley. Wir sehen also, eigentlich war das eine Regierungsaktion. Natürlich waren Ryder und Co. keine Regierungsleute. Die wussten natürlich überhaupt nichts davon, auch T-Bone nicht. Aber wir haben Torino damit, glaube ich, einiges kaputt gemacht. Und er war nicht an Bord des Helikopters. Große Überraschung. Die ganze Nummer also völlig umsonst gewesen. So, jetzt sollten wir mal Gas geben. What's the plan? I'm gonna pull alongside and you gonna hop aboard. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Tell Kendall I love her. A walk in the park. La 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 la. Ja, das ist schön, dass wir mal nicht die Scheißarbeit machen müssen dabei, sondern dass wir bloß fahren müssen. Das finde ich großartig. Sonst sind wir immer diejenigen, die springen müssen, die schießen müssen, die alles machen müssen. Fahre links auf gleiche Höhe. Ja, ja, ja. Und halte die Position, das können wir. Komm schon, hüpf. Ja, du musst dann auch mal hüpfen irgendwann. Gut, dass er alles wegräumt. Ja! Hol ihn dir, Tiger! Wunderbar! Caesar hat die Sache klar gemacht. Steig in den Truck und fahr ihn in die Werkstatt. Machen wir gern. So, wo ist denn die Werkstatt? Fragen wir mal so. Ach, in unsere Werkstatt. Ach so. Na, das ist doch praktisch. Ich finde auch gut, dass es den Bullen nicht interessiert, dass wir gerade einen LKW geholt haben.
dass wir gerade den LKW hier geklaut haben. Passt schon. Das war doch ein 1A-Timing, würde ich sagen, wie Caesar hier das Ding sich erobert hat. Denn, ja, der Weg ist doch ganz gemütlich, den wir jetzt fahren können. Glaub ich. Wartet mal kurz. Ich glaube, wir sind irgendwie nicht auf der Straße, die ich im Sinn hatte. Ja, ist aber auch okay. Ist okay. Können wir mit leben. Schön am Footballstadion vorbei hier. War ich noch nie drin, glaube ich. Aber gibt halt auch keinen wirklichen Grund. Ich glaube, das ist das Stadion? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in dem Stadion kann man... Nee, das ist ein anderes Stadion, wo du auch Rennen fahren kannst. Geht ja in Los Santos auch. Da gibt es ja auch ein Stadion, wo du auch Rennen fahren kannst. Ich glaube, es sind so Stockcar oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Ist alles nicht so wirklich immer in meinem Interessengebiet. Deswegen lasse ich das meistens einfach außen vor. Aber mal schauen. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal Zeit und können uns das Ganze anschauen. Mal sehen. Jetzt geben wir auf jeden Fall erstmal die Kiste ab. Was auch immer da drin ist, ich habe keine Ahnung. Und machen Torino glücklich. $7000. Und da wir jetzt schon mal hier sind, würde ich sagen, gehen wir doch einfach direkt mal hier drüben die Hütte kaufen. Wir haben sowieso genug Geld. Und... da können wir es gut drin investieren. Na, Torino, was gibt's? Hier, now. Don't screw around. What an asshole. Sympathisch wie immer, aber wir verschwinden nicht direkt zu ihm hin, sondern wir kaufen erstmal für 50.000 den Showroom. Immobilie gekauft. Ich würde ja sagen, du solltest mal das Wang-Wag machen. Wack. Wang-Cars sollte verschwinden, denn wir sind nicht Wang-Cars, wir sind Johnson-Cars oder sowas. Kannst du mir das auch via Pandos, via Pando-Cars dran schreiben oder so. Aber auf jeden Fall sind wir nicht Wang. Don't give me that problem. So, rein in die Bahn mit dir. Und dann machen wir erstmal hier weiter. Denn ein leerer Showroom bringt uns nicht viel, wir müssen Fahrzeuge besorgen.